Welche Frage? Genau diese. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Und damit herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, moin Kollegen. Wieder mit dabei, der Lippi. Und wir sind mit unserer, ja, Orbit-Arche mitten im Nichts. Und der Lippi ist hier gerade diesen Fels am Befummeln. Und guckt mal, was dabei rumkommt. Ja, bisschen Eis habe ich gefunden. Ja nicht so der Bringer, oder? Soll man Eis mitnehmen? Nö. Haben wir noch Nö. 90% Tank. Also sehr sieht relativ leer aus. Kann mich natürlich auch irren, aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn man hier um so einen Felsen drumherum fliegt. Das stimmt. Also, wir haben Oberflächeneis und das war's. Ja, komm rein. Ja, ich muss dich erstmal sehen. Warte. Da. Ach, falsche Taste. War okay. Ja? Das hat gereicht, damit ich dich sehe. Gut. Weil plötzlich überall die Lichter das angehen. Oh, da sitzt ja schon jemand. Hallo. Das bin ich. Hattet ihr kein Scoutschiff mitgenommen? Nee, wieso? Das ist doch ein Scoutschiff. Bist du jetzt drin oder nicht? Nö, ich war eigentlich in dein Fenster reingucken, wie du da sitzt, wie so ein Ach, Otto. entschuldige, ich bin in der Außensicht. Willst du nochmal? Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt in der Innenansicht. Hallo? Nasi? Hallo. Nicht dagegen buddeln, das ist sensibel. Ach, ich mach Licht vom Schiff an. Ich bin an Bord. Einverstanden. Ja, denn Triebwerks an. Und Gas. Ah, ne, wir wollen ja so bleiben mit der Sonne, ne? So. 6 Tage, 9 Tage, 12. Also, es ist ein Kollege von uns ist tatsächlich mal vorgeflogen, Daniel. Der hatte mit so einem wirklich Mini-Scout-Schiff hier schon ein paar Sachen herausgefunden. Deswegen hatten wir halt zum Beispiel auch die Uran-Koordinaten. Aber ansonsten, nö, tatsächlich sind wir hier nur mit dem Klumpen hier unterwegs. Huch, schon wieder Schatten. Was ist denn nun los? Ah, schon wieder Schatten fertig. Rip. Ist denn hier los, Mensch? Was ist denn mit dir, kleiner Staubsauger? Naja, irgendwie will er nicht. Will nicht. Hast du den woanders hingestellt oder so? Steht da noch irgendwas um den herum? Kein Günther mehr, kein gar nichts? Ja, kümmere ich mich gleich drum. Oh, jetzt ist er sogar offline. Ja, mach mal. Ne, Moment, Moment, warte. Jetzt ist er wieder online. Ach, erkunden ist doch für Langweiler. Finste? Boah, geht. Richtige Helden fliegen um die Ecke und bekommen einen verbraten. Genau so. 2,3 Millionen Tonnen Scoutschiff. Irgendwie habe ich was anderes gemeint. Das Schiff meinte ich ja. Das hätte man doch angedockt mitnehmen können. Ich muss dir leider gestehen, ich weiß nicht, wo dieses Scoutschiff abgeblieben ist. Der Moons ist irgendwann zurück zur Erde gekommen, das Schiff nicht. Und, also die 2,3 Millionen, ne, also das ist ja so nicht richtig. Es sind ja erstmal, es sind 2,3 Millionen, aber. Wir sind ja mit 600 Tonnen gestartet. Also es hatte nur 600 Tonnen das Scoutschiff, ne? Wir sind jetzt nur so unheimlich schwer, weil wir haben ja hier schon ein bisschen Uran abgebaut und hier so ein bisschen Stein, wie man sieht, ne? Also hier sind ja so fast 2 Millionen Stein drinne. Nur deswegen sind wir schwer. Ansonsten wäre das alles gar kein Problem.
Ja. So, Lippi, pass auf, ich muss mal gerade nach meinem Staubsauger gucken. Irgendwie macht Gilbert Probleme. Du passt ja auf, ich lasse aber das Headset im Büro. Wenn was ist, schreist du. Ja, die Problematik ist, ich kann das Schiff nicht anhalten, ne? Ja, easy. Okay. Biggie. Jetzt lässt er mich hier mit dem Kutter alleine und ohne dass ich das steuern kann. Hervorragend. Ist doch noch ein bisschen zum Ziel. Ja, das ist noch ein bisschen bis zum Ziel. Aber wenn da jetzt plötzlich ein Asteroid vor mir auftaucht, haben wir ein Problem. Da unten sind ein paar Asteroiden, die ich gerne mal begutachten würde. Meint ihr, ich krieg einen Schütze irgendwie aus diesem Cockpit rausgeschmissen? Ja. Ja. Leben wir noch? Ja. Einfach dran vorbeifliegen. Das ist doch noch ein bisschen bis zum Ziel. Einfach dran vorbeifliegen. Asteroiden. Wer wird denn an solchen Dingen Probleme sehen? Ja, da sagst du was, siehst du? Hier mal ein bisschen den optische Scheiße. Wir haben wieder Gravitation. Das habe ich nicht gesehen. Sollen wir eigentlich mal da noch die anderen Asteroiden anfliegen? Easy. Ne, wir waren gerade darüber am diskutieren, ob ich eventuell aus dem Cockpit rausschießen kann, falls es notwendig sein muss, sollte. Nö, du müsstest doch eigentlich nur die Triebwerke anmachen. Ich schalte ja immer nur die Triebwerke aus. Also ich gehe ja in die Flugrichtung, schalte dann einfach nur die Triebwerke aus. Theoretisch müsst du einfach nur die Triebwerke anmachen. Also den Dämpfer lässt du an, oder was? Ja, sicher. Und wenn ich nicht auf Taste W drücke, dann fliegen wir ja auch nirgends hin. Deswegen. Du müsstest eigentlich nur Triebwerke anmachen, dann bremst er ja von alleine. Sieht lustig aus. Ja, bremst du mal weiter, ich steig mal hier aus. Einverstanden. Oh, das ist aber ganz schön nah. Oh ja. Ist gar nicht so einfach, so viel Masse zu bremsen. Jetzt bremst doch, verdammt. So, hab gebremst. Ich glaube, ich bin nur recht weit von dir weg. Ja. Was Interessantes gefunden? Magnesium und Nickel. Oh, ja, markier mal Magnesium. Komme ich da von außen dran? Weiß ich nicht. Ich kann auch mit Rechtsklick Platz machen. Ja, also du kriegst das auf jeden Fall freigelegt, sagen wir mal so. Ist gut. Schick mal Koordinaten. Chips. New from current position. Yes, Copy yes. to clipboard. Yes. Nice. So, und ich bin mal Gibst da. die Libby 1.
genau auf der anderen Seite, oder? Da ist auch theoretisch ein Durchgang, aber da passt du nicht durch, glaube ich. Ich weiß nicht, ich sehe dich nicht, das ist das Problem. Hier bin ich. Ach Quatsch. Hier bin ich. Aha. Nee, das ist genau auf der Seite hier. Ja? Ja. Ja, nice. Ja, dann beginnen wir doch mal mit den Arbeiten. Ja, du hast doch hier, wenn du mal zu mir kommst hier. Ja, ich sehe dich da unten ein bisschen rumwuseln. Ist halt leider nicht so einfach. Wir wiegen immer noch 220 Tonnen. Also vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen Stein rausschmeißen. Lippi, einfach ein kleines Fahrwerk und Batterien mit Thruster an das Cockpit von Schütze, dann kannst du ihn absprecken. Ey, warum seid ihr so zu mir? Und wenn du dann hier reinschaust, dann siehst du hier einen Durchgang. Und in diesem Durchgang hängt direkt das Magnet hinten raus. Von wo muss ich reinbuddeln? Von hier? Ja, ne? Ich buddel einfach mal. Warte, ich muss aber mal ganz, ganz dringend gerade irgendwo hin. Verstehe ich nicht. Wo willst du denn hin? Wenn ich mir jetzt hier einstuhle, kriege ich Ärger. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe gehört, Frauen finden das total erotisch. Oder wie seht ihr das, Männers? Also, die Männer im Chat. Ich habe gehört, das ist total erotisch. Man natürlich aufpassen, was ist jetzt was? Magnesium 56 Meter, das kriegen wir hin. Hier ein bisschen wegsprengen, ne? Was heißt wegsprengen? Hier mal ein bisschen großzügiger alles wegarbeiten. Ja, guck, da leuchtet es doch schon blau. Könnte die natürlich einfach wegsprengen, ne? Tatsächlich, wenn wir denn jetzt hier, heißen sie denn, Warheads hätten. Mein Gott, wie weit ist denn das noch? Kann nicht wahr sein. Kommt drauf an, jedem sein Laster, sage ich immer. Mal kurz die Lage überprüfen. Wie sieht's von außen aus? Ah, wird langsam was knapp. Wir müssten ein bisschen tiefer, würde ich jetzt so sagen. So mit dem Gesamtschiff ein bisschen tiefer. Ja, wenn alle Stricke reißen, dann können wir es ja vom Prinzip her auch immer noch von Hand abarbeiten, ne? Fuß im Weg. Einmal noch ein bisschen hier rüber. Aha, da ist es doch. Ah, guck mal da. Schöne Magnesium mitnehmen. Ne, ich glaube, wir bauen das noch gar nicht richtig ab. So ist besser. Ah, viel besser. Mal gerade gucken, wo haben wir denn noch Luft? Nach links ein bisschen. Nach oben ist halt auch schwierig, ne? Ja, da hängen wir schon mit den Waffen dran. Vielleicht doch wieder ein bisschen runter. So, jetzt haben wir auch auf jeden Fall die Möglichkeit. Oh, ich glaube, wir sind voll.
Nee, doch nicht ging. Jetzt sollten wir auch auf jeden Fall die Möglichkeit haben, wenn wir mal nach Magnesium suchen. Ja, ist okay, würde ich sagen. Ich denke, das reicht. Also 200.000, das dürfte. Guck mal, hier Nickel haben wir auch direkt mit abgebaut. Wunderbar. So, Stein noch ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, wir können Stein langsam aber sicher mal rausschmeißen. Oder wir müssen halt wirklich mal gucken, dass wir die Raffinerien beide auf Stein jetzt setzen. Ich denke, auch Uran ist jetzt erstmal mehr als genügend da. Stein geht ja dann doch recht fix zu verarbeiten. Und wir kriegen halt echt viel Zeug aus Stein, ne? Aber wie gesagt, das quatsche ich gleich mit Libby. Sitzt der wieder drin? Der sitzt wieder drin, ne? Wunderbar. Können wir hier mal zurückfliegen. Ich überprüfe mal gerade, ob noch alles in Takt ist oder ob ich das jetzt zu viel gedutscht habe. Ne, wunderbar. Hier hat alles gehalten. Hier hat auch alles gehalten. Sehr schön. Tolles Schiff bis jetzt. Kann ich nicht anders sagen. Oh, okay. Der Fuß hat ein bisschen was gelitten. Das kriegen wir hin. So, zack. Einfach mal in die Produktion geschmissen. Und? Was ist hier los? Warum nicht? Da sind sie doch. So. So, Fuß auch wieder heile. Wunderbar, weiter geht's. Bohrer machen sich auch alle sehr gut. So, was habe ich jetzt noch hier drinne? Schrott, das kann ich wieder hier reinpumpen. So, fertig. Weiter geht's. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag, hallo. Mission erfolgreich. Ja, wir spielen komplett Vanilla, Daniel. Keine Mods, kein gar nichts. Hast du das Magnesium komplett da rausgefischt? Ja, vielleicht nicht komplett, aber wir haben etwa 200 Tonnen davon. Upsala. Also wie gesagt, ich würde eventuell hingehen. Würde jetzt sagen, komm, wir machen beide Raffinerien mit Stein. Alternativ, wie gesagt, machen wir hinten den Connector auch mit Steinauswurf an. Ich fände es halt praktisch wegen dem Eisen, ne? Wir brauchen immer sehr viel Eisen, das weißt du. Das kriegen wir halt durch den Stein, aber das dauert zu lang, wenn nur eine Raffinerie arbeitet. Das dauert viel zu lang. Ja, ich versuche das mal gerade umzusortieren. So, ansonsten, wie gesagt, wir haben jetzt etwa 200.000 Magnesium. Ja, und halt, das Uran hält ja nun auch sehr gut. So, ich bin dann noch gerade deine Koordinate um. Von Libby 1 in Space Magnesium. So, mach ich aber auch raus. So, und wieder ab zur Space Basis. Dann würde ich sagen, lass mal nämlich jetzt, wie gesagt, erstmal verarbeiten, weil wir sind schon fett. Also wir haben jetzt 40 Kilo Uran in jedem Reaktor. Ja, das ist ja jetzt auch nicht ganz wenig. Und die sind halt aus, ne? Und wir haben noch 21.000 Uranrohr. Ja. Und ich habe mich voll von der Sonne weggedreht. Sauber. Na komm, wo ist er? Noch ein bisschen. So, ne? In etwa 25 Tage, das ist doch gar nicht schlecht. 212 Tage besser. So, jetzt kurz ausrichten. So, und wie gesagt, ich schalte jetzt einfach die Triebwerke aus. Ich lasse die Dämpfer wieder ein. Null Gravitation. Hoffentlich bleibt das auch so. 12 Jahre. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt müssen wir doch, wie gesagt, müssen wir doch, es sind, achso, es sind Mods anwesend. So ein Lügenschütze. Ja. Wir haben keine Modifikationen im Spiel. Mods sind natürlich im Chat vorhanden, ne, wie ihr erkennen könnt, an ihrem Schwert. Und zusätzlich heute, wie gesagt, im Chat verschenkt der Kaffee einfach dauerhaft Steam-Spiele. Ich, ja, ist halt so. Ne? Also, ja, wir haben ganz besondere Mods sogar anwesend. Gut, ja, an sich. Ich bin mal echt gespannt, was uns erwartet, ne? Ich bin mal richtig gespannt. So,
Ist ja gar nicht mehr so weit, ne? Hä? Ist ja gar nicht mehr so weit. Flip. Den hatten wir aber sauber gemacht. Zumindest die Rollen. Ich glaube, den Tank nicht. So. Ne, so weit ist nicht mehr. Ist im Prinzip jetzt knapp noch einmal von der Erde abheben, ne? Ah, bisschen mehr. Aber machen wir, soll man noch Stein rausschmeißen? Oder soll man, das jetzt produzieren? Ich bin halt echt, wie gesagt, gespannt, was uns erwartet, ne? Ja, lass mal einfach laufen. Aktuell stört es uns doch nicht, oder? Nö, ich glaube, wie gesagt, wir haben auch Magnesium auf Lager und sowas, also vom Prinzip her, wie schnell verarbeitet das Ding der Magnesium? Ich glaube, man braucht aber auch trotzdem Eisen, ne, zur Munitionsherstellung. Wie war das? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Munition, prüfen wir. Gatling Box, Iron, Nickel und Magnesium. Ach du Scheiße. Da war auch eine Nickelader, ne? Habe ich auch mit angebohrt. Allerdings nur kurz, sind irgendwie 10.000 oder sowas, glaube ich, nur mit drin. Mal gucken. Nickel. Wir haben schon 2.700 Kilo wirklich Nickelerz. Also Nickelbarren. Und in der einen Raffinerie sind noch 6 Tonnen Nickel. Ja, Erz im Prinzip. Da unten ist noch mehr Nickel. Also ich habe mal kurz reingedupst, aber ja, wie gesagt, ist halt mal kurz Schrott noch hier verarbeiten. Ja, schon. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Gravel. Huch, was war das denn? Das war aber ein sehr naher Schatten. Mhm. Mate, ich bin mal richtig gespannt, was jetzt kommt. Ich bin richtig gespannt. Magnesium verarbeitet er nicht schneller als nee. Stein. Ja. Ja, wir haben auch 7,9000 Eisen schon. Nur in dem einen. In dem anderen haben wir 14. Und wir haben Epic Gravel. Na siehste. Ja, ich lasse den jetzt mal 4000 Magnesium hier durchorgeln. Ja. Da weiter Stein. Dann macht der weiter Stein. Kilometer einmal zur Erde und ins All. Dann werden wir richtig Taran 2. Gehen wir mal, ne? Hier 5. Kontroll. 6 Kontroll oder 7 Kontroll. Da klappt das nicht, ist so, weil ich die aus habe. Naja, das ist vorne rechts. Aha. Ich glaube, wir fliegen direkt auf einen Asteroiden zu. Das sieht so aus, ja. Ja, in der Tat. Hast du da gerade unsere Munition verschwendet? Üppig. Ja, so würde ich es jetzt nicht nennen. Machen wir, bremsen wir oder riskieren wir es? Die Frage ist ja, wie weit sind wir jetzt von dem Ding entfernt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde vielleicht mal bremsen. Oder wenigstens ein bisschen Ausweichroute machen. Dann könnten wir nochmal gucken, wenn er sich schon so anbietet. Habe ich mir jetzt gerade auch gedacht, ich bremse uns mal was ab.
Wir bremsen echt lahm, seitdem wir fett sind. Sag nicht, Harry. Sag nicht. Ja, so, okay. Ja, das ist eine, ich finde, das ist so dämlich, hier Entfernungen zu bestimmen, ne? Oder ist das sogar unsere Space-Basis? Nee. Ist das unsere Space-Basis, sag mal? Shiny Vakos, vielen lieben Dank für den Follow. Ich könnte das mit den Keys ja spannender machen. Ich nehme einfach drei Keys, misch die Blöcke und die Leute müssen puzzeln. Problematisch wird das erst, wenn jemand ein Spiel aktiviert, das zufällig mit dem Baustein passt, aber gar nicht in meiner Liste ist. Ja, ist doch lustig. Du Lippi, ich glaube, das Ding gehört zu unserer Basis. Das könnte durchaus sein. Also auf jeden Fall wäre die direkt dahinter. Und das Ding ist sehr, sehr mächtig. Ja, dann flieg mal hin. Ich arbeite daran. Ich pedal to the metal und gib ihm, wa? Ich guck mal hier gerade ein bisschen unser Schiff so an vom Turm. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ein sehr schönes Schiff. So, Lapanele arbeiten, ich höre die Raffinerien arbeiten. Ach, was ist das schön. Okay, schalten wir die Geschütze besser aus, sonst gibt's hier gleich. Ja gut, ich glaube dann, wir nehmen die Ausweichroute. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas und ja. Ist das Ding so groß? Ich habe keine Ahnung. Also das Ding wirkt sehr, sehr groß. Zumindest dieser Asteroid. Entfernungen sind echt schwer zu schätzen. Ja, ich finde auch. Aber ich habe so das Gefühl, das ist es. Oder? Vielleicht können wir die Space Base ja einfach mit Eisenklötzen hier an den Felsen fixieren. Ne, ich glaube, es ist doch nicht. Ich bremse nochmal. Wir scheinen auf jeden Fall drunten durchzufliegen, aber ich habe absolut keine Lust, jetzt einen Aufprall zu riskieren. Ne, okay, war nicht die Space Basis. Ist klar, ich steige aber mal aus. Ja, Vorsicht, wir sind noch recht fix, ne? Ja gut, der passt ja immer an. Okay. Das ist ein wirklich, wirklich mächtiger Asteroid. Vor allem, guck mal, da rechts sind noch mehr. Das kommt auch noch dabei. Da sind halt einfach mal noch mehr da rechts. Relativ nah. Oh, da glaube ich, sehe ich von hier sogar eine Eisenader. Wenn es 30 Kilometer weit weg ist, dann ist es wirklich riesig. Ja, das stimmt. Aber wie du siehst, war eine Fehleinschätzung. Ich würde der Gerät hier mal stehen lassen. Wird tatsächlich auch mal rausgehen. Ha? Wo ist hier? Beacon ist an. Ich habe schon wieder meinen Helm auf. Und ich flieg mal gerade nach da unten auf diese zwei Felsen zu. Gucken, was da so ist. Beacon ist an. Sollte auch reichen. Ich habe meinen persönlichen auch mal angemacht. Ja, ich habe nämlich hier Eisen gefunden. Ja, mehrfach. Sehr schön. Hier ist Eisen, hier oben drauf ist Eisen. Ja, der große ist recht unspektakulär. Echt? Da muss was sein. Space FE2. So, ich hab dir da was geschickt. Take all the time you need. Ja, ja. Ja, ja. Noch mehr Eisen. Also jeder scheint so eine Eisenkonstellation irgendwie zu sein. Guck mal, da ist auch schon eine Eisenspitze.
Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas Cooles, obwohl wir haben eigentlich genug Uran etc. Ne? Oh, Gold. Brauchten wir nicht Gold für Superkonduktoren? Keine Ahnung, wofür brauchten wir Superkonduktoren? Jump Drive. Ja, dann stopp's da mal rein, wa? Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ob wir. Hast du schon mal mit dem Jump Drive was gemacht? Irgendwann mal im Tutorial vor 1,5 oder 2 Jahren. Cool. Ist aber, glaube ich, nicht so schwer. Irgendwo hinzielen und mach mal. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt wirklich lange her, dass ich damit was zu tun hatte. Hast du nicht schon was mit dem Jump Drive gemacht? Nö. Schlecht. Aber das Gold hier gefällt mir besser. Das kann man besser reindupsen. Dupsen. Ich schick dir übrigens gerade alles in den Chat, ne? Auch. Naja. Ah ja, okay, das geht hier einmal komplett durch. Ne, das wird gut. Das wird richtig gut. Hier ist sonst nichts drin. Hast du für eine Verfärbung gar nichts, nur Lichteffekt? So, wieder da. Hab ein Lungenbrötchen schnapuliert und einen Kaffee geholt. Schau weiter zu. Ein Lungenbrötchen. Oh. Oh je. Oh. Lungenbrötchen. Ich hab gehört, Lungenbrötchen lassen ihren Damm übel riechen. Den Damm? Welchen Damm? Ja, deinen Damm. Weißt du denn nicht, was der Damm ist? Eisen, da unten fliege ich noch bis zu diesem schwarzen Fleck dahin. Ja, ne? Warum eigentlich nicht? Pass auf, hier ist jetzt Platin oder so. Boah, Platin wäre noch geil, ne? Sieht aus, als hätten wir schon mal reingedöpst. Komm schon, give me Platinum. Let me schnabulier Platinum. Und? Ne, irgendwie nicht so, ne? Nochmal Iron. Ja, wenigstens irgendwas. Schade! Bin mir sicher, in dem Großen ist auch noch irgendwas Kräftiges. Ja, ich find's auf jeden Fall nicht. Hier ist auch nochmal Iron. Eigentlich, also ich glaube, ne, du kannst zwar auch wirklich Asteroiden ohne irgendwas haben. Aber das soll wohl sehr selten sein. Also es ist eigentlich immer irgendwas. Die Frage ist halt was, ne? Wenn hier, wie gesagt, irgendwo ein kleiner Eisfleck ist, dann ist das halt so. Ah, Torius, grüß dich! Wo ist denn der Jump Driver? Ah, nochmal Iron, süße. Gut. Wo ist denn der Jump Driver? Kann ich nicht sagen. Gesundheit! Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal! So, jetzt ist aber hier mal gut, ne? Da hast ist du der da. Jump Driver. Hast du da jetzt was bei dem Riesenklumpen gefunden? Nö. Gar nichts? Nö. Da ist ja locker Platinum drin. So, wir müssten jetzt vorher einmal einen Gravity Generator bauen. Warum das denn? Weil der Jump Drive in der Progression dahinter kommt. Ach so. Ah, nee. Nee? Ja, nee, oder? Ja. Also ich meine, jetzt sind wir eh fast da. Wir können uns das ja fürs nächste Mal merken. Ich würde jetzt noch einmal Gold düpsen, vielleicht bisschen Eisen. Damit wir noch fetter werden. Da müssen wir halt Stein rausschmeißen. Obwohl wir verarbeiten das doch eigentlich ganz gut. Wir haben doch jetzt schon fast 1 Million verarbeitet. 1 Million? Ja, ich meine schon. Wir waren doch bei 2,7, 2,8 Millionen Tonnen. Gerade eben.
Nee, nee. Ne? 2,3. 2,4. Oh. Ihr geht eh drauf. Okay, Artorias sagt, wir gehen eh drauf. Also ist egal. Ja. Die Bruchpiloten. Hi. Ja, du mich auch. So, fertig. Die Bruchpiloten. Ja, recht hat er aber eigentlich, ne? Wissen wir noch nicht. Wir bleiben positiv. Wenn man auf die Ereignisse guckt, die wir hinter uns haben, dann sind wir beide auf jeden Fall Bruchpiloten. Auf keinen Fall. Sarazani, magst du mal ein paar Clips raussuchen? Nein, 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 das ist... Nee, nee. Lügenpresse, so sieht's aus. So, düpsen wir hier mal ganz kurz in das Eisen rein. Im Licht anmachen, da ich das auch sehe hier. Oh. Zuschauer darauf ein Key. Oh, das ist echt krass. Das ist echt krass. Ja, darauf erstmal ein Key. Leute, heute gibt es gratis Keys. Vielleicht auch in Zukunft. Vielleicht gibt es auch in Zukunft gratis Keys von Kaffee. Wir müssen aufpassen, die Keys sind begrenzt. Aber in Kalifornien, da haben sie noch ein ganz klein bisschen Internet. California. Super cool für die Penner. Oh, wir dürfen nicht singen, sonst kriege ich wieder Ärger. Ich habe Ärger gekriegt mit Warner Brothers. Weil das Klicken von Blöcken in Space Engineers einem Song ähnelt. Aha. Gut, ne? Ja, genau. Was hat er von Warner Brothers? Jetzt geht da schon wieder los. So, ich glaube genug Eisen, oder? Ja, ne? Wir kriegen ja nur auch viel Eisen durch Stein. So, aber Gold, Junge, Gold, echt jetzt. Erstmal aufpassen, dass ich mich hier nicht verhaspel. Wo ist denn das reindupsen Gold? Da drüben. Boah, sind wir lahm. Aber ist das nicht schön, wie viel Vertrauen die Leute in uns haben? Warum? Ja, ihr Bruchpiloten, ihr geht eh drauf, hahaha. Ha, ha, ha. Die gucken uns alle nur zu, weil die uns scheitern sehen wollen. Ich spiele das Spiel ja nur mit dir, weil ich weiß, dass wir scheitern. Echt? Ja, sicher. Oh, schade. Ich bin tatsächlich optimistisch gestimmt. Was ist los mit euch? Ihr hättet auch vor einer der Refineries einen Sorter machen können, der nur Stein zulässt. Da müsst ihr nicht immer alles hin und her schieben. Ja, das hätten wir in der Tat tun können. Das sind aber so... Ich weiß... Nee, Moment, warte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich das Ding aufgebaut habe. Aber ich glaube, dafür wäre tatsächlich kein Platz gewesen. Es ist alles sehr, sehr knapp aneinander gesetzt. Aber an sich, wie gesagt, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ein bisschen hin und her switchen, oder? Das ist natürlich bei Gold wieder das Problem, halt auch, das ist so ein Ewigkeitsprodukt, ne? Das dauert so unheimlich lang. Aber ich glaube, wie gesagt, wir können hinten tatsächlich mal ein bisschen Stein rausschmeißen. Oder meinst du nicht? Mich. Hm? Ich kümmere mich. Ich danke. Stone. Was haben wir denn hier an Stone? Weiß ich nicht, jetzt kommt Gold rein. Sollte zumindest. Ja, Gold kommt. Ja, ich schmeiß. Lass den Stone mal droppen, ne? Ja, besser ist das. Ich glaube aber, Gold machen wir auch nicht so viel, oder? Wie gesagt, Superkonduktoren sind halt interessant für hier die Yield-Module und ich glaube tatsächlich ansonsten nur für den Jump Drive. Da komm, dreimal und dann ist gut. So, wo ist denn hier der Kollege Ausschmeißer und Sorter? Ah, der Sorter ist noch aus. Okay. Ja, genau, den hatte ich ausgeschaltet. So, reicht an Gold, denke ich. Blub, blub. Ah ja, geht los. Blub. Wir machen Häufchen. Ja, sogar recht große, ne? Pop.
Bup. So. Mach ich mal gerade hier die ganzen GPS-Koordinaten aus. Ja. Wollen wir jetzt noch ein bisschen hier dupsen lassen? Was hast du jetzt in den Raffinerien drin? Das weiß ich gar nicht. In Space Engineers ist Scheitern unumgänglich. Nur wie spektakulär es wird, ist immer fraglich. Shiny Varkos, sehr, sehr schöne. Sehr, sehr schöner Kommentar. Nein, habe ich noch drin. Soll ich das Gold mal dann vorziehen? Nee, Gold dauert viel zu lange. Eisen würde ich sagen. Eisen, Magnesium, könnte ich mir vorstellen. Ja, dann Eisen noch und dann fertig. So. Das Schiff kackt. Ja, genau. Wir vertrauen auf euer Versagen. Es macht es nur spannend, wie groß euer Versagen wird. Also ich finde das immer wieder schön. Komm, wir legen eine Spur, damit die Leute uns noch finden. Sollen wir nochmal speichern? Ich speichere nochmal, ne? Mach mal. Kann ja eigentlich nur gut werden. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, du. Flip. 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 Guck mal, wir legen wirklich eine Steinspur. Viel schlimmer ist, die legen wir jetzt auch mit 100 Meter die Sekunde, ne? Halten die jetzt von alleine an? Also, haben die... mal? Nee, ich möchte das nicht. Ja, wir müssen das testen, sonst müssen wir das anders regeln. Nee, wir lassen das jetzt einfach und ziehen gleich einfach an der Basis nochmal kurz runter. Kommen die ganzen Steine auf unsere Basis geflogen, geht die einfach kaputt wegen den Steinen, nicht wegen Gegnern? Nein, aber die Steine würden abbremsen. Hoffentlich. Nein, tun sie nicht. Was heißt nein, tun sie nicht? Berliner, was tun sie nicht? Du müsstest das nochmal aufgreifen. Wir haben ein bisschen Verzögerung drin. Also sie bremsen nicht ab oder sie zerstören nicht unsere Basis? Die behalten die Geschwindigkeit bei und wirken als Geschoss. Das kann einfach nur gut werden. Hat ja, man ja dann, das wird dann auf jeden Fall ein ziemlich großer kinetischer Angriff. Hat man ja dann eigentlich auch eine richtig schöne, richtig schönen Orbit-Bomber, ne? Gut, theoretisch. Die verschwinden ja auch ziemlich schnell, ne? Weil wir ja vom Limit irgendwo begrenzt sind. Ja, 56 oder so. Ja, easy. Ja, okay. Also was, wir fliegen ja drüber. Wir machen einfach, pass auf, wir machen einfach bei 10 Kilometer, machen wir einfach den Sorter wieder aus oder so bei 4 oder sowas. Oder 5 oder was auch immer. Und fertig. Aber guck mal, wenn du nach hinten schaust, ja. Die wandern ja von uns weg. Ja, interessanterweise schon. Oh, ja, weil wir die ja rausstuhlen. Vielleicht fliegen die nur mit 100 Meter, mit 99 Meter die Sekunde oder sowas weiter. Hm, nur nicht bremsen, die Hydrostanks machen gut Boom. Ja, das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Und ich weiß es, ich spreche aus Erfahrung, deshalb zermalme ich Stein und siebe den Kies nochmal durch und bekomme geringe Mengen Ohr raus. Und zur Not gibt es einen Treasure Can. Okay. Das sagt mir alles gar nichts, Berliner. Sorry. Aber pass auf, ich würde sagen, bei 5 Kilometer schaltest du das Ding aus. Und dann korrigieren wir den Kurs. Hm? No risk, no fun, das ist mein Motto. Das ist Quatsch. Das ist sogar wirklich nicht gelogen. Ey, komm, mach mal bei 5 oder sowas aus. Dann korrigiere ich den Kurs und dann... Ja. Ich bin gespannt, was passiert. Das ist eigentlich witzig, ne? Weil in 15 Minuten müssen wir wieder einen Cut machen. Kann einfach nur gut werden. Guck, wir sind noch unter 2 Millionen. Das läuft jetzt. So.
schnell weg von den Steinen. Eh. Ich habe ausgemacht. Ja. Bremst doch einfach, dann hast du einen Auffahrunfall. Nee, ich möchte das nicht. Das klingt irgendwie doof, was ihr erzählt habt. Die Versicherung, das zahlt, also was zählt, ist eigentlich Dummheit, Umwelteinflüsse. Ich bin erstmal raus. Artorius, schön, dass du dabei warst. Bis demnächst. Falls du neugierig bist, kannst du hinterher auf YouTube gucken, wie sehr, wie glamourös, wie spektakulär wir gestorben sind. Also die Steine kommen nicht hinterher. Ja, aber ich glaube, wir sind auf Kollisionskurs. Was soll unsere Space-Basis sein? Schaut komisch aus. Guck mal, da rechts ist auch irgendwas im Felsen. Was ist das? Ist das auch ein Stück Basis? Oh, jetzt sieht das gar nicht schlecht aus. Eis ist da. Eisen ist da. Da drüben ist auch noch ein Stück Basis. Da sind nicht fertiggestellte Türme. Guck mal, ob links in der Ecke. Was denn? Ich sehe nichts oben links. Wave in 4 Meter oder 4 Minuten. 4 Minuten schätze ich. Oh, ups, angedöpst. Ich glaube, ich wollte mir das Ding mal in Ruhe angucken. Ich weiß halt nicht, wo hier oben und unten ist. Ja, keine Ahnung, ich steig jetzt aus und geh mal gucken. Gib alles, ich glaube, ich habe es herausgefunden. Ja. Du wolltest gehen. Ja, Schnucke. Ich werde die Basis schützen. In dem Fall Gravitation. Wir haben hier einen Gravity Generator. Wir können hier freilaufen, das ist schon mal geil. Was haben wir denn hier? Hier ist ein dicker, fetter Beacon. Komme ich da mit meinem Fuß dran? Warte. Ah, warte, das kriege ich auch so hin. Da ist auch noch eine Gatling-Station, die man fertig bauen kann. Oder soll. Guck mal, da steht ein Schiff oder sowas, ne? Hier sind ein paar. Ein bisschen was Cargo ist hier. Ein paar Platten, ein paar Gedöns, ein paar dies, ein paar das, ein paar jenes. Also nicht viel. In der Basis hier. Cargo-Container. Ja, hier sind 400 Platten drin und ein paar. Hm? Was denn? Angedockt. Ja, hier wäre Munition drin für eine Gatling. Tyriak, vielen lieben Dank für den Follow. Ja, ich würde sagen, Kanonen, soll ich die Assault Cannons auch mit einschalten? Oder erstmal nicht? Die Frage, ob du den so angedockt lassen willst. Ja, wie denn nicht? Oder wie denn sonst? Ja, frei im freien Raum. Ja, ich habe hier gedacht, der schützt dann unsere Basis. Auch machen. Ja, ich weiß nicht, was gibt's denn hier? Gibt's hier irgendwas drin? Ach, guck mal, hier wären Survival Kits zum Reparieren, O2 Generator, Aya Cargo. Aha. Oh, Batterien. Oder wir kriegen hier einfach irgendwo natürlich einen Dock hin, dann können wir das Ding natürlich auch einfach andocken lassen. Hier noch mehr Cargo, Heavy Armor. Hier hinten ist ein Schiff, ne? Das hast du gesehen? Ja, der ist kleiner. Mit einer Gatling. Der ist eine Drohne sogar. Oh, das sieht aber cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ja, sicher. Small Fighter. Okay, hier ist auch irgendwas. Hydrogen Engine. Toggle Block on off. Ah. Oh, der Tank ist voll. Das ist auch nett. Ja gut, vom Prinzip her, alles was wir brauchen, kriegen wir aus dem Schiff. Ja. So, ich gehe mal gerade gucken, was noch da drüben hier auf uns wartet. Weil hier ist ja auch sowas wie ein Außenposten. Was ist das denn hier? Ein Decoy? Ach, wie cool. Hier ist ein Decoy und hier ist auch nochmal einfach eine Gatling. Auf. Oh, einer leeren Batterie. Small Cargo. Ja, hier ist auch nochmal im Prinzip ein Gatling-Turm. Soll ich den auch in Betrieb nehmen? Ich schmeiß mal die Assembler an. Hast du dich so gestellt, dass wir... Alles läuft. Jetzt musst du nur gucken, ob die sich nicht... Oh, ich glaube, die erste Welle kommt, ne?
Jetzt müssen wir halt vor allem nur gucken, ob die Assembler sich nicht voll mit Zeug gezogen haben, mit Dingens. Abgefahren. Ich glaube, die erste Welle kommt. Wave in. Ne, 1 Minute. Na, immerhin. Okay, ich versuche mal hier was zu reparieren. Warst Ja, du ich der habe mit die der... Assembler jetzt mal angemacht, ne? Ja. Wo ist denn die Sonne? Da. Okay, da muss da auch auf jeden Fall irgendwo hier muss ein Solarpanel. Ah, hier ist ein Solarpanel dran. Ah. Zack. Zack. Wir Zack. sollten das Schiff vielleicht ein bisschen so drehen, dass der besser in der Sonne steht. Wieso? Wenn der nur halbe Leistung zieht und in 7 Stunden leer ist. Das ist natürlich wirklich nix. Ja. Boah, Meinst du 8 nicht, die Sonne Stunden. bewegt sich noch? Weiß ich nicht. Ja, ist okay. Ich bin ja schon dabei. So? Und Oh. vielleicht auch da, wo extra der Punkt ist, wo man Geschütz drauf bauen kann, wo unten der Container drunter ist, dass man da noch ein Geschütz drauf kriegt, das wäre natürlich geil. Oh. Da, wo du deinen Fuß drauf gesetzt hast. Hat er nicht gemacht. Da, wo ich meinen Fuß drauf gesetzt habe, da kommen die ersten Drohnen. Ja. Breitseite, fertig. Du hast gerade das Geschütz abgerissen. Ja, da war ja nur im Rohbau. Ja, ich war das gerade am Reparieren, aber ist okay. So, fertig. Jetzt können wir die übrigens auch noch sammeln, wenn wir wollen. Ich habe eingestellt, dass die nur auf die gegnerischen Waffen schießen. Oh. Da ist Das eine war das Drohne Haupt. nämlich eingeschlagen. Jo, ins Haupttriebwerk. Oh, das ist irgendwie geschaut. Halt mal still. Nee, ich will hier irgendwie andocken. Da kann ich die Triebwerke ausmachen. So, bin dran, ne? Ja. Du nervst. Ja. Du musst einen Klick auf dein Handy machen. Ich habe schon alle Sachen in Produktion gepackt. Für Sag das ich alte mir, Triebwerk. dann laden die Leute wieder aus. Oh je. So. Und ich kann dir eins sagen, was wir nicht repariert kriegen. Was denn? Das den Kollegen Triebwerk. Wir haben kein Kobalt. Wir haben keinen Kobalt. Scheiße, stimmt, wir haben keinen Kobalt. Dreck. Mich hier noch parallel um den Staubsauger kümmern, aber der will gerade irgendwie nicht. Der will irgendwie die ganze Zeit seine Umgebung aktualisieren. Ist aber gar nichts zu aktualisieren. Alter, jetzt ist mal Pech. 1 Kilometer, guck mal, pass auf, die Drohne, die dürfte doch eigentlich keine Geschütze mehr haben. Hat die noch Geschütze? Wäre sehr ungünstig für mich. Ich versuch mal was. Hat noch Geschütze. Dreck. Warum schwebt er denn dann da hinten rum? Schlecht. Ah doch, kommt auf mich zugeflogen, der Body. Das könnte wiederum echt cool sein. Die Drohne kommt mit zugeflogen. Das ist sehr schlecht, ne? Ah, herrlich.
Scheiße, Kobalt, ja. Okay, ich brauche Werkzeug. Produktion. Ja, braucht man auch gut. Verdammte Scheiße, ich will aber keine neue Umgebung. Was stimmt denn nicht mit dir? Jo, kein Kobalt. Scheiße. Wo kriegen wir jetzt Kobalt her? Wissen wir nicht, ne? Nö. Wo kriegen wir jetzt 0815 Werkzeug her? Kann ich das wenigstens bauen? Naja. Hast du gar nichts. Hast du gar nichts mehr, oder was? Nee, ich bin auf eine Drohne zugeflogen, weil ich der Meinung war, die hat keine Geschütze mehr. Deswegen steht die da im Orbit rum. Normales müsstest du doch haben. Ach ja, habe ich. Hast recht, es ist halt nur hier nicht mehr eingezeichnet und ich habe natürlich keine Waffe mehr. Wo kann ich denn so einen einzelnen Geschützturm mal bedienen? Du musst den eigentlich nur auswählen und dann sagen Control. Ja, dafür müsst ihr aber anmachen, ne? Ja, sicher. Das muss man tun, aber ist ja nicht schlimm. Machst du über 5 an, dann gehst du rein auf Control und dann... Ja, versuchen wir die mal zu zerstören. Eigentlich eine sehr, sehr gute Idee sogar. Ich glaube, der hier war's. Hast du nicht eingeschaltet? Nee, noch nicht. Ja, mach doch mal. Ja, lass mich mal da rein. Ist auf einer Schnelltaste. Jetzt ist an. Ja, jetzt ist an. Dann nehmen wir jetzt die 6. Wo ist die scheiß Drohne? Also sie ist auf jeden Fall zerbrochen. Ich versuch mal mein Glück. Vielleicht hat sie ja jetzt kein Geschütz mehr. Sieht gut aus. Sie schießt auf jeden Fall nicht auf mich. Oh, ich habe meinen Plunder wieder. Herr Schütze, keine Ahnung, wo wir jetzt hier Gedöns herkriegen. Also, mit etwas Glück schießt diese Drohne jetzt immer noch nicht auf mich. Wow, doch, sie schießt noch aus 2 Geschützen direkt. Wie zur Hölle macht sie das? Der Staubsauger will die ganze Zeit eine neue Umgebung haben. Kannst du den nochmal bitte zurück zur Station setzen, sonst... Ja. Mal von vorne anfangen. Ja, wo ist das Ding denn? Ich habe eigentlich gehofft, ich kriege jetzt hier genug zersägt, aber das Ding fliegt halt leider. Das Ding fliegt immer weiter von mir weg. Also ein bisschen was habe ich halt durch die Gatlings, die ich da abgeschraubt habe. Ja. Macht es natürlich jetzt nicht unbedingt besser. Aber immerhin. Ist hier vielleicht irgendwo Kobalt drin? Nickel hätte ich hier zu bieten. Noch mehr Nickel. Ist natürlich jetzt nicht besser. Lass mir da hier mein gutes Werkzeug rauspacken. Eisen. Hier? Ne, noch mehr Decoy. Was ist das denn? Defensive Facility. Oh. Oh, ich muss mal die. Ja, ich wollte ich gerade machen. Vielleicht doch ein bisschen heftig. Hast du ausgemacht schon? Ja, ja. Kommt aber irgendwas immer noch auf uns zu. Oh oh, da schlägt das nächste Ding ein. Oh, ist ganz knapp vorbeigegangen. Hier kommt noch eins. Ah, es bremst aber. What the fuck? Kann der immer noch schießen? Ich schieße auf ihn. Nee, lass. Perfekt.
Hier, Triebwerke. In den Triebwerken ist doch auf jeden Fall, und Platin sogar. Jetzt haut der ab. Ja, ich habe ihm scheinbar die falschen Triebwerke zerlegt. Oh, alles rein, alles rein. Meine Fresse, warum kann der denn nicht einfach bei seiner alten Umgebung bleiben? Erklär's mir, Staubsauger. So, okay. So, ich habe die hier komplett zerlegt. Ja, hier sind nur noch die. So, Moment. Okay, ich bin erstmal raus und kann da tippen. Ich glaube, es grinst. Ich bin mir nicht sicher. Welle überlebt, ja sicher überlebt das. Also die erste Welle war ja mal nix. Wenn das so bleibt, ist es enttäuschend. Grüß dich, Eis. Wie mache ich mich hier groß, damit man mich sieht? Hä? Hast du doch. Wir haben dich gesehen, genau. So. Da hinten ist auch noch eine Drohne. Oh, guck mal hier, hier sind auch noch Drohnenteile. Sehr schön. Also bis jetzt denke ich mir gerade auch, das kann es doch nicht gewesen sein. Aber wie sollten wir denn hier die Gatling-Geschütze reparieren? Ah, Lippi, die Dinger bestehen fast alle... Oh. Die Dinger bestehen fast alle aus schwerer Panzerung. Und ich habe gerade unsere Assault Cannon fast zersägt. Hab ich gesehen? Ja. Und zum Raubgerater, unser ist seit dem Einrichten nicht mehr in WLAN, aber läuft jeden Morgen seine Runde. Ich habe keine Ahnung, was dieser jetzt macht. Wie gesagt, er will die ganze Zeit eine neue Umgebung. Und wenn ich ihm sage nein und stelle ihn zurück zur Station und sage, hier hast du deine alte Umgebung, sagt er, ja, okay, cool. Karte wieder hergestellt. So, und wenn du dem dann sagst, so, und jetzt fährst du bitte in den und den Raum und saugst da, dann sagt er, ja, neue Umgebung. Ich mache auch eine neue Karte. Das ist halt irgendwie gerade ein bisschen doof. Ein bisschen sehr doof. So, versuchen wir mal hier die Dinger zu reparieren, wa? Ich guck mal, Vorsicht, das Ding da hinten schießt noch. Ja, ich mach einmal kurz die Assault Cannon an. Ja, mach. Die kannst du, wie gesagt, vielleicht auch von Hand ansteuern, also hab ich's ja gerade auch gemacht. Das war ja mein Plan jetzt. Ja, Wave Incoming. Lass ihn doch eine neue Karte erstellen, ja. Kann ich hier irgendwie zoomen? Ja, ja, einfach Mausrad. Und ab geht's. Right mode button to lock target. Ja, lock mal das Target. Was haben wir denn hier? Ah, hier ist auch einer. Nice. Hä? Wir scheinen das Ding zu treffen, aber so wie es bei mir aussieht, schießen wir voll daneben. Ja. Aber so richtig hardcore daneben. Ah, ich glaube, ja, nice. Ich glaube, das hat ihm nicht gefallen. Meinst du, der schießt noch? Keine Ahnung. Der bewegt sich auf jeden Fall von uns weg. Ja, dann lassen wir ihn, oder? Ich meine, der ist jetzt eh zu weit weg zum Draufschießen. 2 Kilometer ist zu weit. Tja, hier ist leider auch kein Kobalt, ne? Nee. Okay, aber wir wollten erstmal hier das Ding reparieren. Ah, hier ist auch Heavy Armor. Oh. Ja, brauchen sehr viel Kobalt, ne? Eigentlich. Eigentlich bräuchten wir sehr, sehr viel Kobalt sogar. Schlecht. Ups. Da drüben hatten wir da schon. Oh, hier liegt aber auch ziemlich viel Zeug rum. Alles mal da rein, alles mal da rein.
Ist auch kein Kobalt, ne? Silizium, obwohl wir haben hier fast alles. Ich könnte fast drauf wetten, hier ist auch irgendwo Kobalt versteckt. Ojo, unsere Bärbel macht keine Karte, die rollt einfach zufällig rum. Ja, unser Gilbert macht halt Karten, Kaffee. Gut, wie dem auch sei, wir machen einen kurzen Cut, schon wieder ein Stündchen rum. Also so sieht's hier aus, bis jetzt halten sich die Wellen tatsächlich ziemlich in Grenzen. Was aber eben auch daran liegen könnte, dass wir halt, ja, also das Ding ist ja größer wie die ganze Space-Basis. Muss man jetzt auch mal so dazu sagen, vielleicht, unter Umständen. Ja. Naja. Halt mal gucken, was die Munition sagt, ne? Ist so. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.